Hallo, mein Name ist Eileen Schelig. Ich bin Poetry-Slammerin und Musikerin aus Düsseldorf und sitze heute hier, um mit euch über Poetry Slam und das Schreiben von Poetry Slam Texten zu reden. Wir sind alle zu Hause, wir machen unser Social Distancing, was sehr gut ist. Und es wäre eventuell Zeit, um sich die Zeit zu vertreiben, mal etwas Neues auszuprobieren. Und das ist in diesem Fall heute unser Thema, und zwar Poetry Slam Texte schreiben. Ganz kurz, um nochmal für Leute, die nicht wissen, was Poetry Slam ist, das zu erklären. Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem man mit seinen selbstgeschriebenen Texten auf der Bühne steht und sie vorträgt. Es gibt eine Publikumsjury, die Texte bewertet. An einem Abend treten so 6 bis 8 Leute auf der Bühne auf und es gibt bestimmte Regeln. Der Text darf nicht länger als 5 Minuten sein, beziehungsweise es gibt auch Slams, bei denen 6 bis 7 Minuten erlaubt sind. Es gibt keine Requisiten auf der Bühne und es darf kein großer Gesangsanteil sein. Also wenn der Gesang zum Beispiel 50% des Textes aus Gesang besteht, dann wird man disqualifiziert. Wie schreibt man einen Poetry Slam Text? Das ist eine gute Frage. Ich habe vor 6 Jahren angefangen mit Poetry Slam und war damals in einem Poetry Slam Workshop. Und was ich aus diesem Workshop auch mitgenommen habe, ist, dass es eigentlich keine bestimmte Art und Weise gibt, wie man einen Poetry Slam Text schreibt. Ja, also es gibt verschiedene Themen, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Und es gibt natürlich auch verschiedene Schreibstile, aber eigentlich ist es eher ein freies Format. Ja, man performt viel mit dem Text, den man geschrieben hat, oder mit den Texten, die man schreibt. Und man darf eigentlich im Poetry Slam machen, was man möchte. Es gibt prosaische Texte, die ernst sind oder lustig sind. Es gibt lyrische Texte, die ernst und lustig sind. Es gibt viel Gereimtes, viel Rhythmisches. Das ist eigentlich jedem und jeder selbst überlassen, wie er oder sie das im Endeffekt performt. Mein Tipp ist es, um Poetry Slam Texte schreiben zu können, sich erstmal so ein bisschen vielleicht in das Format rein zu gucken, würde ich jetzt mal sagen. Gerade da kann man ja keine Veranstaltungen besuchen. Dafür gibt es aber zum Beispiel Online-Poetry Slams, die gerade stattfinden, oder YouTube-Videos. Ja, es gibt ganz viele Poetry Slam-YouTube-Videos. Was ich immer habe, ich habe immer ein Notizbuch, wo ich Notizen aufschreibe, wenn mir Ideen in den Sinn kommen. Das ist dann für unterwegs, beziehungsweise gerade ist man ja nicht so viel unterwegs. Also habe ich es einfach hier rumliegen und immer wenn mir was einfällt, schreibe ich es auf. Oder ich mache mir, jetzt steht hier gerade nichts drauf, sowas wie eine kleine Mindmap mit Themen, die ich bearbeiten möchte. Quasi ist es euch überlassen, worüber ihr sprechen möchtet, was ihr machen möchtet. Ihr könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ihr könnt reimen, ihr könnt einfach witzig sein, ihr könnt ernste prosaische Texte schreiben. Das ist alles euch überlassen. Es gibt quasi eigentlich keine Art und Weise, wie genau so ein Text geschrieben werden muss. Denn ihr könnt machen, was ihr wollt. Um mal ein kleines Beispiel dafür zu geben, wie denn im Endeffekt so ein Poetry Slam Text aussieht, lese ich euch jetzt einfach einen vor. Und der Text besteht jetzt schon seit ein bisschen längerem. Er heißt Zwischen den Zeilen und wie die Gesellschaft dort liest und geht so. Zwischen Bordsteinschritten gehen und nächtlichen Gedanken. Zwischen Feldern in der Dämmerung und Hochhäuserallehen. Zwischen einst guten Aussagen, die das Stadtfundament tragen, stehen fackelnde Köpfe, die auch am Morgen nicht vergehen. Zwischen Guten Morgen Beate und schönen guten Tag Fred. Zwischen pausenlosem Reden und Hallo, na wie geht's? Zwischen Ich hab das geschaffen und schön wie toll für dich. Zwischen Hast du toll gemacht und ist deine Familie eigentlich glücklich? Zwischen Teilzeitjob und Studium und hab ich genug zum Leben? Zwischen Nächten in den Filter und der Trotz an Lippen kleben? Zwischen Er hat dicke Eier und sei nicht so eine Pussy und sei mal wie ein Mann, du gehst schon wieder wie eine Tussi. Zwischen Esse ich zu Hause oder japanisch um die Ecke und hör ich auf zu rauchen
rauchen, ist das die letzte Zigarette, die Spiegelung einer Leistung, die mir gar nicht mal so nahe steht. Und wenn ich es besser wüsste, hätte ich mir die Ernte gleich selbst gesät zwischen Mist, ich hätte die Bahn verpasst und geil, da wusste es pünktlich. Zwischen ich habe mir heute eine Jeans gekauft und Avocados sind halt echt günstig. Zwischen ich mag lieber Katzen, denn Hunde müssen an die Leine. Und wenn es nicht echte Nutella ist, sondern der Billigscheiß von Aldi, dann esse ich lieber keine zwischen Instagram, Shit-Thread, Twitter-Spam, Facebook ist eh out, anstatt WhatsApp nutze ich Telegram zwischen, oh mein Gott, sie kann laufen und ihr erstes Wort war bald zwischen, Mama, ich hab Hunger und die Suppe ist schon kalt zwischen, Opa war kein Nazi, nee, aber Hitler fand er trotzdem nice und Antisemitismus ist nur Einbildung, was jeder weiß, ja, ja. Zwischen Raumvorstellung, Visualisierung und dem, was wir sehen. Szenen voller Ebenen, die viele leider nicht verstehen. Das sind zwei große Meinungsbilder, die niemandem entgehen, ein Szenario wie Dresden 45 oder doch eher Chemnitz 2018 zwischen keiner kommt hier rein und Diggis macht mal Platz. Zwischen wir haben uns alle lieb und eigentlich heißt das Hass, zwischen verblümtem Alltagsjournalismus und einfach sehr, sehr dummen Menschen, zwischen Volksverschwörungstheoretikern aus Osten und auch Westen, zwischen Partys, die mal Partys waren und mit den Schuhen kommst du hier nicht rein. Zwischen Feinstaub ist nicht gut für dich und ich atme trotzdem Nikotin ein. Zwischen Halbwahrheiten wie beim Fingernägel kauen wachsen Füße in deinem Bauch. Zwischen ohne Gesicht wärst du richtig hübsch. Und hey, Mausi, lach doch mal. Zwischen das, was ich hab, ist keine Faulheit, sondern eher selektive Teilnahme. Und ich hab doch keine Wahl zwischen ich mag's, wenn du lügst und ich kann mit dir nur Smalltalk führen. Zwischen also ich kann mega gut kochen und ach, das ist das mit diesem Umrühren zwischen sehr schlechtem Kaffee und sehr unsympathischen Menschen. Zwischen wir sind für die Natur, aber Menschen kennen halt keine Grenzen. Zwischen Seehofer und Menschenrecht gegen Rettung auf der See. Zwischen wir sind das Volk, wählen Sie die AfD. Zwischen Messerstichen, Kerben in die Seelen der Kultur. Zwischen Alltag und Vergänglichkeit im Rhythmus der Natur. Zwischen Zeilen, deiner Meinung, die Erträglichkeit erfuhr, liegt facettenreiches Schaudern. Und ein Scheitern in Bravour, wir sind Menschen, die nicht wissen, ob uns Gott schuf oder nicht. Wir sind Menschen, deren Seele an Unebenheit zerbricht. Wir sind Menschen, die nicht sehen durch unaufgeklärte Sicht. Wir sind Menschen, die sich achten, wenn die Art es so verspricht. Und wir lesen Zwischenzeilen, denn wir sind doch gut erzogen, haben viel gelernt und haben uns das Beste nur geschworen. Politik verspricht uns Gutes, wenn du deiner Meinung bist und die rechte Menge plant, doch die ungeborene List, denn wir pudern unsere Aura. Wir verstecken unsere Taten. Wir warten in den Armen des Gewohnten. Komfortzonen sind minimal an Tagen, wie sie heute sind, denn wir müssen uns ja auch einmal schonen. Und wir stehen auf den Beinen, stehen uns die Beine in den Bauch, demonstrieren für und gegen Dinge, die Menschheit nicht will oder ganz dringend braucht. Und ich wünschte, ich müsste mich nicht behaupten, wenn Menschen nur Herkunft sehen. Wenn Taten die Freiheiten rauben und die Worte, die sich scheuen, nur bis zur Dämmerung bestehen, zwischen all diesen Menschen und jeglichen Taten. Zwischen Facetten, die niemand versteht, stehen mittendrin Herzen aus Schuld, die wir uns alltäglich geben. Und so stehen wir zwischen den Zeilen, versuchen uns zu lesen und uns zu verstehen. Und mittendrin stehen fackelnde Köpfe, die auch am Morgen nicht vergehen. Ja, das, also so kann ein Poetry Slam Text aussehen. Das war ein Poetry Slam Text von mir. Es gibt aber auch Weisen, gibt ganz viele Art und Weisen, wie man Poetry Slam Texte vortragen und auch sagen und schreiben kann. Ich mache gerade zu Hause mit ein paar Freunden auch Schreibübungen. Wir stellen uns jeden Tag eine Frage und beantworten sie in 10 Zeilen. So sind auch schon sehr coole Texte entstanden. Also wenn ihr Lust drauf habt, stellt euch doch einfach mal jeden Tag eine Frage. Zum Beispiel, warum ist mir heute so langweilig oder was hat sich für mich in meinem Leben geändert? Oder vielleicht, was hält mein imaginäres Haustier von der Situation gerade? Es gibt alle Möglichkeiten, Texte zu schreiben. Ihr seid frei in eurem Schreiben. Das sind die Tipps, die ich euch auf den Weg geben möchte. Und ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen motiviert, Texte zu schreiben, etwas Neues auszuprobieren, Poetry Slam Texte zu schreiben, Poetry Slam zu sehen, vielleicht auch mal eine Veranstaltung zu gehen oder, also wenn man es dann wieder darf, es gibt ja auch Online-Veranstaltungen, da könnt ihr auch reinschalten und vielleicht entdeckt ihr euch das ja für euch und sagt, ich möchte auch mal auf die Bühne und Poetry Slam Texte vortragen. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, die Sonne scheint draußen, bleibt trotzdem zu Hause. Wenn ihr mögt, geht spazieren, aber nicht da, wo viele Menschen sind. Tragt Masken.
Achtet auf eure Mitmenschen und schreibt fleißig Texte.